Hallihallo, hier ist der Gusor und ich habe den Tobias mit dabei. Hallihallo. Guten Tag, auch von meinerseits. Und wir haben hier gerade einen Angriff. Ich bin noch nicht am Starten, aber es geht darum, Only Packer. Und jetzt gucken wir uns das mal an. Ich drücke mal den Startbutton auf die Plätze, fertig, los. Ich auch. So, also zuerst mal King gedroppt. Ja. Ich scroll mal ein bisschen dichter ran hier. So. Und dann schauen wir mal, geben wir uns ganz, sonst kommen wir von der Geschwindigkeit her erstmal schön hingesetzt, dass er aufräumt und die Gebäude mitnimmt. Dann zwei Packers gesetzt, dass er noch die Außengebäude auf der anderen Seite klärt. Macht genau, und jetzt gehen die nächsten schon rein direkt. Ja, ganz das hat genau. Er sehr gut gemacht, weil wenn er alle auf einen Punkt gesetzt hätte, wären bestimmt die meisten außen rum und so gehen relativ viele rein. Ja, und gut, auch hätte er gesetzt. Wiederum auch nur einen Packer am Anfang gesetzt, hätte das zu lange gedauert, dass der das alles geklärt hätte. Von daher ist es mit zwei Packers gar nicht so verkehrt gewesen. Ja, aber ich glaube, ein Packer macht schon auf die meisten Gebäude One-Shot. Also auf Armeelager, Bauhütten, Zauber, Kasernen. Das passt. So, also innen drinnen bewegen sie sich auch ordentlich. Jetzt ist die Tesla aufgeploppt, aber auch gleich wieder down. Also das passte. Was auch gut war, er hatte keine Klamburg drin. Ja. Weil Packer schlagen ja nur einmal oder zweimal pro Sekunde, ich weiß gar nicht genau. Und wenn da only Bogen drin wären, also 25. Da hast du ganz schön zu tun, ja. Ja, aber er hatte ja noch einen Blitz. Ist auch wichtig. Oh doch, das ging schon ganz nett aus hier. Ja. So, ich würde mal sagen, jetzt können wir einmal auf 2 drücken, würde ich sagen. Machen wir mal einmal schneller. Bin dabei. So, und dann rennen die hier weiter. Jetzt die nächste Tesla aktiviert. Das ist Level 5. Ja, Stufe 5. Und, aber auch ganz schnell weg gewesen, von daher ging das. Aber ansonsten ist ja nur wirklich, wenn du echt mal sowas Fail-mäßiges hast und dastehst und wirklich eine Tesla nicht bekommst, aber die ganze Zeit im Radius der Tesla stehst, da hast du echt ein Problem. Ja. Also da geht ein Packer mal richtig schnell down. Und dann sieht man hier effektiv wirklich die Dev-Gebäude noch komplett leer gemacht und dann echt wirklich nur die Zeit weggerannt. Das ist echt schon ziemlich krass. Ärgerlich, klar, aber ansonsten... Er hätte, glaube ich, wenn man 8 Packer mitnimmt, dann müsste man noch ein bisschen Platz im Armeelager haben, glaube ich. Hätte er so ein paar Bogen mitnehmen können, aber trotzdem... Ansonsten wirklich für Only Packer auf jeden Fall geil und sogar der Loot, also nicht mal schlecht gewesen. Also wo man wirklich sagen kann, ey, das Ding war in Ordnung. 1,5K Dunkles, was willst du mehr? Einwandfrei. Gucken wir mal in den nächsten rein, ob wir hier noch was Schickes finden. Ah, okay, mit Loons. Ah, jetzt, das ist interessant. Da schauen wir mal. Der Heilzauber zu kam früh für mich gesetzt. Ein bisschen zu früh. Viel zu früh. Ja, viel zu früh. Das. Und guck was mal, man jetzt, auch bei jetzt Loons kommen die erst rein. Muss, ich hätte die ein bisschen mehr verteilt, weil wenn Flächenschaden auf die Loons geht, das sind auch nur 5er Loons, aber dafür hat er einen Heil und jetzt ist schon der Heilzauber weg. Also der Heilzauber, der war ein Witz, der war leider viel zu früh. Jetzt, der ist natürlich gut, aber jetzt rennen sie auch alle wieder weg. Da muss man und das Problem ist auch, die hatten jetzt noch nicht so viel Schaden bekommen. Ja. Das hat sich jetzt ehrlich gesagt auch nicht gelohnt. Gleich würde ein Heilzauber bei Magierturm viel bringen. Weil da werden sie jetzt viel Schaden bekommen. Oh, den hat er auch der nächste gesetzt. Heilzauber auch relativ schlecht gesetzt. Ja, die waren richtig. Er muss noch ein bisschen üben, aber... Die waren wirklich schlecht. Ja. Ich meine, es hat ja geklappt, so ist es ja nicht. Ja. Aber wenn man halt dann eben zu Ende rechnet oder durchrechnet, dann guckt, was habe ich für die Loons bezahlt, was habe ich für die Heals bezahlt, dann ist das eine Rechnung, die nicht ganz aufgeht. Ja, die Luckys gehen ordentlich los hier. Und der King steht schön da. Oh, ja, passiert nichts. Richtig geil. Ich mach mal ein bisschen schneller. Ich gehe mal auf 2. Ich auch. Aber man kann nicht sagen, er hat 30 Pokale bekommen, sehe ich gerade. Ja, aber im unteren Bereich, ich meine, Silber 1 ist jetzt auch nicht so... Es kann auch sein, dass er für einen Clanwar-Angriff geübt hat oder einfach für dich den Angriff gemacht hat. Ja, natürlich, kann natürlich auch sein, ganz klar. Also wie gesagt, die Heals waren wirklich komplett daneben. Die waren alle
Fail, sage ich mal, was aber nicht weiter wild ist. Ich meine, am Ende ist es gekommen und er hat Loot gemacht, dann passt das. So, jetzt Mabuel, gucken wir mal. Ich bin auch drauf. Mal gucken. Naja. Nee. Nee, da können wir wieder rausgehen. Das wollen wir keinem antun. Dann ein Rex. Schau mal kurz rein. Genau. Ich glaube, das war auch ein bisschen Fail. Ist auch nichts Besonderes. Na, es geht. Ich bin mal doch, da bin ich mal interessiert dran. Zumal er einen Heiler drin hat. Das will ich jetzt mal sehen, wie der Heiler genutzt wird. Bin ich gespannt. Ja. So grundsätzlich von der Taktik her bin ich auch immer so der Meinung, ein Riese vorschicken und dann natürlich, dass wirklich aber die Magiertürme standen gut. Dass die Bogies nochmal richtig was reißen können, aber Obwohl, Heiler-Taktik immer zwei Heiler nehmen, weil ein Heiler bringt, finde ich. Jetzt mal, guck mal, die Sache ist die, es ist auch nur ein Level 1 Heiler. Ja, das stimmt. So ab Stufe 2, 3 ist ja ganz gut, aber... So, jetzt bin ich gespannt, ob die Mauerbrecher noch reinkommen. Wenn das der Fall ist, dann gibt es ja wenigstens noch Alex. Doch, jetzt wird da gleich die Kobis droppen. Und aber schau, die Magiertürme machen da genug Schaden. Na, guck mal, das erste Alex-Lager ist fast leer. Das passt. Ich denke, die kriegt ja, gut, ja. Das Alex ja da bekommt, das stimmt. Genau. Ja. Immerhin, kann man sich nicht beschweren. Zumal, man muss ja auch überlegen, wie gesagt, die Truppen waren jetzt nicht super teuer, von daher ging das. Das ist in Ordnung gewesen. Das geht klar. Schätze mal, die Truppen haben vielleicht 50.000 gekostet oder so ungefähr. 50.000, 60.000. So, jetzt gucken wir mal weiter. Mr. Mobile Boy läuft bei mir, mal gucken. Oh, lieber Barn. Habe ich, so weit bin ich noch gar nicht gewesen. Spielen. Okay, ja, denn da können wir starten? Ja, genau, können wir. Und ich mache aber gleich mal auf 2. Ja, ich auch mal. Minenwerfer blitzen. Sehr gut. Ja, grundsätzlich, klar, in dem Bereich logisch, aber somit hat sich das schon nicht mehr gelohnt. Guck mal, wenn ich 2 3er Blitze habe, dann lohnt sich das nicht mehr. Ja, weil, guck mal, stimmt. Wenn man am Farmen ist, sage ich mal, und wirklich was rausholen möchte, dann lohnt sich's ja nicht wirklich, finde ich. Ja. Ich meine, ja, klar, alles geholt, also vom Loot her eben alles rausgeholt. Bloß wenn ich jetzt überlege, was kosten die 3er Blitze? Ich werfe jetzt mal was im Raum. 20.000, so, 18.000. Ja, irgendwie was, so 18 oder 20. 20, da werden es nicht komplett sein, aber so in dem Dreh. 18 ungefähr. Und dann sitzt du da, oh, das lohnt sich nicht wirklich. Ja, das stimmt. So, gucken wir mal nochmal. Was haben wir hier? Für YouTube, bitte nimm den Loot. Gucken wir mal. Oh, der Loot ist nice. Gucken wir mal. Ob schon gestartet? Jetzt können wir. Oh, geil. Auf jeden, Alter. Auf jeden. Richtig cooler Loot. Richtig, richtig schön inaktiv. Richtig geil. Ja. Jetzt wird's interessant. Jetzt wird's auch interessant. Schön Sammler mach, und Bohrer voll. Mach mal kurz Pause. Weit außen. Pause? Ja, so. Ich hab Pause. Also, wir haben draußen sehr gut zugänglich beide Bohrer, würde ich sagen. Ja. Das ist richtig nice. Dann muss man gucken. Ich würde gar nicht zu... Genau, also ich würde wirklich Hauptaugenmerk auf die Bohrer und ansonsten innen drinne erstmal gar nicht weiter, weil wir haben nur die Lager drin, die uns gar nicht interessieren und wir haben draußen halt Minen und Sammler. Da bin ich jetzt mal richtig interessiert und richtig gespannt drauf. Und wir drücken wieder den Play-Button. Zack. Da bin ich richtig gespannt. Zumal er hat sogar noch 164 Bogies, da geht richtig was. Ja. Oh, der Loot ist geil. Auf jeden Fall. Oben. Na, mal gucken. Also, an dunklen Bohrern ist er noch nicht dran gewesen. Ich denke mal, er wird sich jetzt auch gleich das Rathaus noch holen. Ja. Ah, jetzt macht er den King. Jetzt macht er den King kalt. Das war auch sehr gut. Hat er wenig Truppen verballert. Ja. Nice. Oh, guck mal, wie das Alex weggeht, Alter. Krass. Ja, und jetzt? Jetzt bin ich echt gespannt. Jetzt muss was kommen. Aber da kommt garantiert.
Na, ich kann mir auch vorstellen, dass er sagt, okay, Minen und Sammler zu, ja, hier unten fängt ein Bohrer an, ja. Ja, das macht er sehr gut. Und jetzt oben den Bohrer. Aber der untere ist auch noch nicht leer. Nee, Aber ich glaube, mit er seinen hat auch noch Helden. die Queen, ja, genau. Ja, auch noch Klamburg, ich glaube, das schafft er schon noch. Also lootmäßig ist jetzt schon richtig geil. Perfekt. So, jetzt gucken wir mal. Genau, oben noch schön die Bogies droppen und unten dann bestimmt mit der Queen. Oh, Sehr sehr gut. nice. Sehr nice. Und Und dann jetzt bin ich bestimmt setzt er noch gespannt. einen Barbarenkönig, oder? Ich würde es einfach nur mit der Oder nein, Queen. Genau, die die Queen Queen und läuft fertig. gut. Ja, einwandfrei. 2,7K. Junge, einwandfrei. Perfekt. Sehr gut gemacht. Kann man nicht sagen. Theoretisch hätte er noch vorher die CB raushauen können. Damit hätte er das Rathaus gekillt und dann die Queen nur. Dann hätte er die Queen nicht gewastet, komplett. Ja. Aber ansonsten alles, also super geil. Also der war richtig geil. Der war richtig geil. Guck mal, wir haben hier 600, über 700k. Und dann noch Ja. 2,7k Dunkles. Richtig geil. Champion-Angriff über 4800 ist Da bin bestimmt ganz ich, ja, spannend. natürlich, natürlich, logisch. So, jetzt, er läuft schon. Du gehst von unten, ja? Gucken wir mal. Ja. Ich mache es immer so, kann ich auch kurz erklären, Ja, dass ich klar. mit einem Golem und ein paar Mauerbrecher und ein paar Magier die Klamburg lock und dann mit einem Blitz ausscheide, dass sie auf jeden Fall stirbt, die Klamburg. Weil früher habe ich noch nicht so gelockt und noch nicht so angegriffen. Ich habe jetzt meine Angriffstaktik verbessert und so, weil ich auch viel mehr übe jetzt. Und das Wichtigste ist einfach für mich, die Klamburg zu locken, weil früher habe ich nicht immer die Klamburg gelockt, dann ist sie mal blöd gelaufen, hat meine Truppen weg vom Rathaus gelockt, habe ich dann mal nur einen Stern geschafft oder Angriffe hauen, also So, so nicht. jetzt noch meine Frage dazu. Genau. Weil ich nämlich auch gerade sehe, halt, hätte mich jetzt nämlich auch gewundert, wie hast du die Max-Magier gekillt? Aber ich sehe es ja nur gerade, Ja. eben noch mit ein paar Truppen zusätzlich, aber dass die Ja, eben da schon kannst du einfach ein vorher paar schon. Bogen setzen, ein, zwei Barbaren Ja. davor und dann läuft es ganz gut. Dann habe ich da schon mal mit meinem Golem, wir würden jetzt sagen, Golem und Magier und Mauerbrecher, du brauchst ja 40 bis 50 Truppen allein nur für die Klamburg und dann noch ein Zauber ist viel zu viel, aber ich bekomme da auch mit ein paar Prozente, spreche schon von einer Seite auf, das Mach mal kurz geht Stopp, ganz, mach mal kurz ja. Pause. Die Sache ist die, da würde ich mich auch gar nicht jetzt auf viele andere verlassen, weil die Sache ist die, Ja. du bist da oben. Also Ja. so viel Ja, ich falsch weiß schon, gemacht ich will haben. es jetzt nur den Nee, anderen bloß erklären. ich sage jetzt mal, Weil die klar. werden sich bestimmt fragen, warum mit dem Golem locken und noch Magier und so sind doch viel zu viele Truppen, wollte ich Ihnen nur mal Ja, sagen. nee, Ja, du also kannst weiterreden. klar, für die Erklärung logisch, aber wie gesagt, man muss sich einfach sagen, die Taktik scheint ja aufzugehen. Ja. So, jetzt geht's weiter. Da bin ich jetzt mal gespannt. Aber ich meine, ganz ehrlich, der Achter Magierturm, der ballert natürlich auch echt rein, oder? Also ganz ehrlich, Ja. das ist schon richtig fett. Seit wann hast du die Max-Helden? Ist es schon eine Weile? Oh, das ist schon bald ein Jahr. Okay, richtig krass, also, ja, okay. Ja, ich habe die so Juli 2014 habe ich die auf Max gezogen. Okay. Und einen Tag später wurden die verschwächt. Ja. Die hatten ja früher noch mehr Leben und noch mehr, haben noch mehr Schaden gemacht, waren noch stärker. Das war richtig Oh, jetzt mies. gucken wir mal, wie es mit dem Inferno. Ich würde mal sagen, der geht jetzt gleich down, oder? Ja. Hoffen wir es mal hier. Ah, gerade der Golem kümmert sich gerade um den X-Bow. So, und jetzt denke ich mal, jetzt ist die Queen mit dabei. Dann, ah, okay, jetzt geht's auf den Minenwerfer. Oh, der Inferno hält ewig, oder? Krass. Ja, aber zwei Sterne waren Ja, drin. Ich habe genau. noch einen Wutzauber gespart, weil da Ja. oben brauchen ja die Zauber immer relativ lang. Also da ist immer gut, wenn man meinen Zauber spart. Auf jeden Fall. Und ich meine, loot-technisch brauchst du dir ja eh keine Sorgen machen. War Nein, da ich bin oben, maxed out. das ist. Ja. Und der Bonus, der in den Champion gibt, der gleicht auch meine Truppenkosten aus. Ja, Also. ja. Und du bist komplett ausgemixt. Also wirklich, Ja, du kannst auch ich mich guck, mal genau, kurz ich besuchen. guck mal kurz rein hier. Da gibt es bestimmt die eine oder andere Frage, die ich habe. Gucken wir mal. Gerne. So.
Ja, erste Frage grundsätzlich schon mal. Was würdest du dir als nächstes Update wünschen? Also was wäre für dich am sinnvollsten, wo du sagst, ah gut, okay, komm, das und das wäre mega geil. Das ist jetzt halt eine schwierige Frage. Natürlich, ab 4400, 4500 Pokalen muss man circa 30 Minuten mindestens für einen Gegner suchen. Ja. Ja. So 4500 fängt es an, dass man echt Ewigkeiten sucht. Ja. Ja, und das nervt einfach, weil man sucht echt ewig. Ich habe auch letztens irgendwie 3 Stunden für einen Gegner gesucht. 3 Stunden kein Gegner gesehen. Dann geht die Lupe auf und dann bekomme ich einen Pokal. Ja. Dass einfach das da oben gepatcht wird. So Ja. ab 4500 Pokale war ein neues Poki-System, weil es kann ja nicht sein, manche Ich Spieler, als ich richtig weiß, gejagt was du habe, meinst, ja. als ich richtig gejagt habe, habe ich auch 6 bis 12 Stunden am Tag gespielt. Und Tobi Kaiser hat auch, als er gejagt hat, mit mir 12 bis 6 Stunden am Tag gespielt, ja. Und das ist einfach krass. Auch Galadon ist auch ein YouTuber. Er spielt auch 6 bis 12 Stunden am Tag und es kann es einfach nicht sein, dass du 6 Stunden spielen musst oder noch länger dich da oben halten kannst. Ich Verstehst du? hab's ja auch Ja. bei Clash King Hofi halt gesehen, Ja, dass da er auch halt eben auch natürlich. sagte, dass das ist nicht Ja. mehr normal. Und das ist nicht mehr normal und das ist einfach gepatcht wird, weil man sucht 30 bis 2 Stunden für einen Gegner und bekommt dann halt paar Pokale. Ja. Und da, sonst sitzt man nur neben dem iPad, schaut mal alle 2, 3 Minuten mal drauf und schaut, ob man einen Gegner gefunden hat, ja. Ja. Man sitzt hier 30 Minuten da, um einen Fight zu machen, der vielleicht 2 bis 3 Minuten geht. Und dann wieder 30 Minuten suchen oder 2 Stunden. Das regt einfach auf, verstehst du, was ich meine? Ja, klar, Und logisch. es sollte einfach gepatcht werden. Es kostet so viel Zeit und macht auch jetzt Das macht dir keinen langsam keinen Spaß mehr, Spaß oder? Ja, mehr. klar, das macht keinen Spaß mehr. Ich werde jetzt auch in nächster Zeit ein bisschen runtergehen, weil es mir einfach viel mehr Spaß macht, anzugreifen, als Gegner zu suchen. Ich gehe dann vielleicht auf 4300, 4400 kann ich finde schneller Gegner, habe mehr Spaß beim Angreifen. Ich habe ja fast alles erreicht. Ich war über 2 Monate circa Top 1 Deutschland am Stück und Top 5 global. Also Da habe ich noch eine Frage grundsätzlich zu. Kommt dann irgendwie Supercell auch mal auf dich zu und sagt, ja, coole Sache oder ist das, gibt es da von keinem, genau, irgendwie Anfragen von, ja, von irgendjemandem, wie du es gemacht hast oder was weiß ich, ob dich einer sponsern will oder was auch immer, whatever. Kommt da irgendwas? Ich bin ja im Clan Spirit Talk Ja. und ich bin der Clanführer und die helfen mir öfters mal mit Gems aus, haben mir Okay. Gems gegeben Ja. und die sind auch nett drauf. Und ja, sponsern so noch nicht. Nee, hätte ja sein können, dass jetzt, ich Aber sag jetzt mal, einer sagt sich hier, ich sag jetzt mal eine Firma, was weiß ich, Lisas flinke Schuhe oder sowas, sagt zum Beispiel, hey, pass auf, das wäre eine coole Nummer, wenn du jetzt, sage ich jetzt mal, mit deinen Mauern Lisas flinke Schuhe baust und du bist halt eben Top 1 und dafür kriegst du, ich sage jetzt mal, Summe 200 € am Tag, sage ich jetzt einfach mal. ja. Hätte ja sein können, sowas. Nee, so ein Angebot habe ich nicht bekommen, aber ich habe schon öfters das Angebot bekommen, weil ich auch schon ein paar Mal genutzt habe, dass ich mal mich Top-Spieler angeschrieben haben oder in meinem Clan sind, ey, in Englisch, die meisten sind englischsprachige, sind dann in meinen Clan gekommen, hey, du bist sehr weit oben, ich habe schon ein paar Angriffe von dir gesehen, auf YouTube und so, können meistens kein Deutsch, also können meine Videos nicht verstehen Ja. und besuchen mich dann und fragen dann, yay, könntest du für mich mal 2 Tage spielen und so lang, wenn du jeden Tag 6 Stunden spielst, also 2 mal 6 Stunden, dafür will ich dann dir für 100 € Gems auf deinen Account machen. Ah, Verstehst du? Und dann okay. gebe ich dem die Daten, meine Account-Daten, man vertraut den Leuten meistens Ja. und dann machen wir die Gems drauf, das Spiel für die 2 Tage lang, wenn die mal im Urlaub sind oder mal keine Zeit haben, wegen Arbeit, Schule, was auch noch. Ah, Und okay. sowas habe ich schon öfters bekommen. Nehme ich auch an, wenn ich Zeit habe. Aber das ist ja mal eine super interessante Sache halt eben, dass es da eben so abläuft, sage ich mal. Ja. Ist ja eine super interessante Sache. Ja, wie gesagt, uns rennt wieder die Zeit davon hier. Wir sind schon Ja. wieder bei fast 20 Minuten. Wenn ihr ja einfach mal auch auf Tobias halt eben Bock habt, schaut einfach mal bei seinem Channel vorbei. Hau ich in die Verlinkung natürlich rein in der Videobeschreibung. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Reingehauen. Jo, ciao, bis bald.